Wir sind da. Willst du es durchziehen? Ja. Wir warten einfach da vorne, bis er runterkommt. Hi, ich bin Neve und das ist mein Kumpel Max. Schon in der letzten Staffel sind wir quer durch die USA gereist, um Online-Beziehungen auf den Zahn zu fühlen. Wenn du bereit bist, können wir uns treffen. Absolut. In dieser Zeit haben wir so einige Überraschungen erlebt. Leute, guck mal. Wir haben Menschen zusammengebracht. Es ist toll. Und konnten sogar ein paar gebrochene Herzen kitten. Ich stehe jetzt jeden Morgen glücklich auf. Catfishing. Durch falsche Identitäten mit echten Menschen eine ernsthafte Online-Beziehung anzufangen. Model, Schönheitskönigin. Ist plötzlich das Thema bei vielen Leuten. Hier steht, in wen habe ich mich wirklich verliebt? Also sind Max und ich wieder losgezogen. Es gibt viel zu tun. Denn manche Geschichten klangen zu schön, um wahr zu sein. Ich stehe vor Dereks Haus. Oder zu irre, um erfunden zu sein. Jemand hat ihn aus dem Auto gezerrt und überfahren. Das gibt's doch nicht. Hat die Liebe eine Chance? Oder platzt am Ende eine fiese Bombe? Max und ich gehen den Dingen gnadenlos auf den Grund. Denn manchmal kann eine kleine Lüge, das nenne ich Überraschung, eine ganz neue Realität schaffen. Alles wird anders. Fertig? Los. Catfish, der Film, war meine Story. Catfish, die Serie, ist eure. Tiefer! Das geht nicht. Meine Ellenbogen sind hier eingeklemmt. Hör doch auf! Ich habe heute schon 100 gemacht. Okay, wollen wir loslegen? Genug Kraft getankt. Lass uns Mails checken. Hier, von einer Jennifer. Stecke in einer Online-Freundschaft fest, aber will mehr. Lieber Neve, lieber Max, ich heiße Jennifer, bin 18 und Schülerin. Ich wohne in Fort Madison in Südost-Iowa. Ich habe einen Jungen namens Skylar Hazen auf einer Chat-Site kennengelernt. Man kann sich da ein Zimmer einrichten und darin mit anderen Games spielen. Er ist mir gleich aufgefallen. Skylar ist 22 und studiert in San Francisco Informatik. Seine Art hat es mir angetan. Wir reden fast jeden Tag miteinander und er will immer wissen, wie es mir geht. Leider konnten wir uns noch nicht treffen, weil er weit weg wohnt und der Flug teuer ist. Ich wollte schon mehrmals mit ihm skypen, aber er hatte immer eine Ausrede. Er studiert Computerkram, will aber nicht Videochatten? Ich habe den Verdacht, dass er mir was verheimlicht, obwohl ich ganz offen zu ihm bin. Ich bin online, seit ich 10 bin. In der Mittelstufe wurde ich gemobbt, aber online hatte niemand Vorurteile und mit Skylar wäre ich gern in der echten Welt befreundet. Im Herbst fange ich an zu studieren. Es muss jetzt passieren. Jen. Man muss aber bedenken, sie ist 18 und er ist 22. Das ist schon ein Unterschied. Und vielleicht ist er noch älter. Versuchen wir es. Hi! Wow, da ist Jen. Ich muss sagen, deine Story ist ziemlich irre. Du weißt nur sehr wenig über ihn. Ja. Was magst du an ihm? Sein Charakter. Und die Gespräche mit ihm. Meistens ruft er mich an oder er schickt eine Message. Eigentlich rede ich nicht mit Leuten, mit denen ich nicht geskypt habe. Er ist eine Ausnahme. Ich mag ihn sehr. Bist du verliebt in ihn? Keine Ahnung. Seid ihr zusammen? Nein. Ich hätte gerne eine Beziehung mit Skylar, aber ich habe Angst, verletzt zu werden. Ich vertraue ihm so gut ich kann, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Hast du Fotos von Skylar gesehen? Ja, zwei. Und? Hat er dir gefallen? Ja, er ist süß. Er ist der Typ in der Mitte. Ihr seid nicht auf Facebook befreundet. Er hat gesagt, er ist nicht auf Facebook. Interessant. Es ist schon irgendwie seltsam, dass ein Technikstudent bisher nicht mit dir Videochatten konnte. Ich will ihn nicht drängen, weil ich Angst habe, dass ich ihn dann verliere oder ihn damit vergraule. Deshalb traue ich mich nicht, den nächsten Schritt zu machen. Ich brauche eure Hilfe, damit ich Skylar endlich treffen kann und beruhigt sein kann, dass alles okay ist.
Ich finde deine Geschichte super spannend und ich würde dir gern helfen, das aufzuklären. Das wäre genial. Bis bald. Bye. Sie ist toll. Sie will langsam was vom Leben. Und dem Typen liegt scheinbar was an ihr. Aber sie hat null Ahnung, was er verheimlichen könnte. Sie will eine Beziehung. Diese Sache ist ihr wichtig. Auf nach Iowa. Ja, ab durch die Mitte. Ein Mini-Flugzeug. Landung in Iowa. Das ist der Mississippi. Wow. Gibt es hier Geister? Ja. Ich schlafe hier nicht. Komm, Neve, lass uns abhauen. Neve! Sie scheint für ihr Alter sehr reif zu sein, in vielerlei Hinsicht. Ist doch okay, dass sie online nach einem älteren Typen sucht, der sich auch unterhalten möchte und der nicht nur an ihr rumfummeln will. Ich hoffe, er ist der, für den er sich ausgibt. Hi! Hallo! Wie geht's? Schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls, ich bin Jennifer. Das ist unsere Crew. Ja, unsere Jungs. Wollt ihr reinkommen? Ja, kommt rein, Jungs. Eine Sache gleich vorweg. Der junge Mann, den du treffen willst, soll Skylar Hazen heißen. Ja. Der junge Mann da hinten heißt Tyler Phasen. Krass, oder? Ziemlich. Du hast also schon seit der Mittelstufe viele Online-Kontakte. Im wahren Leben will keiner mit mir reden. Und online kann ich sein, wie ich bin und muss mich nicht verstellen. Ich will, dass man mich mag, wie ich bin. Im wahren Leben mag man dich nicht? Ich wurde in der Schule gemobbt, deshalb war ich viel online. Ich war ziemlich dick und hatte Akne. Und keiner mochte mich. Sie haben mich ausgeschlossen, also habe ich mich zurückgezogen und zu Hause vor den Computer gesetzt. Du kannst also nur bei deinen Online-Freunden du selbst sein? Nur die akzeptieren dich? Ja, Skylar ist der Einzige, bei dem ich komplett loslassen kann. Ich liebe seine Stimme. Ich rede gern mit ihm, weil ich ihn gern sprechen höre. In meinen letzten Beziehungen habe immer ich geredet, aber die anderen nicht. Dass er mich zuerst anruft, gibt mir ein gutes Gefühl. Ich glaube fest daran, dass er ist, wer er vorgibt zu sein. Aber ich will nicht zu viel Gefühl investieren, falls er es doch nicht ist. Wissen deine Eltern, dass Skylar dir so viel bedeutet? Ich hab's mal erwähnt. Meine Mutter hat nichts gegen eine Beziehung, aber sie versteht nicht, wie man sie online führen kann. Ich würde ihn gern mal sehen. Ich kann euch seinen Avatar zeigen. Cool. Ich spiele dieses Spiel hier, bei dem ich viele meiner Freunde kennengelernt habe. Du trägst eine fette Goldkette. Voll Gangster-Style. Sehen wir uns den Jungen mal an. Du hast uns per Video ein Foto gezeigt, aber da konnten wir ihn nicht gut erkennen. Das ist in San Francisco. Da war ich schon. Das ist er. Hat er was über seine Freunde erzählt? Nein. Und hier ist er auch. Das ist derselbe? Schwer zu sagen. Habt ihr euch auch getickert? Ja. Er schreibt, guten Morgen, Süße. Und ich, wie geht's? Was machst du heute Abend, mein Lieber? Hey, Schatz. Was? Schatz? Das klingt, als wärt ihr zusammen. Irgendwie schon. Warum skypt ihr dann nicht? Ich hab's ein paar Mal vorgeschlagen, aber er musste immer lernen. Ich wollte ihn nicht nerven. So ging es mir immer in der Schule. Ich wollte Freundschaften schließen, aber alle fanden mich nervig. Es ist nicht einfach, direkt zu sein, wenn man Angst hat, jemanden zu verlieren. Aber offensichtlich weißt du nicht viel über ihn. Und es könnte gut sein, dass er dich anlügt. Stimmt. Ich würde gerne einen Schritt weiter gehen, aber vorher muss ich mir sicher sein. Okay, Wahrheit auf drei. Eins, zwei, drei. Wahrheit. Ich mache mir Sorgen, weil Jen diesen Jungen wirklich sehr mag. Sie hat sich ihm geöffnet, aber sie weiß nicht viel über ihn. Er ist der geheimnisvolle Fremde. Das macht mir Sorgen. Los geht's! Jen hat Skylar im Web kennengelernt. Er sagt, er lebt in Kalifornien.
Und er ist der Erste, der ihr gezeigt hat, was es bedeutet, ein fürsorglicher, mitfühlender Freund zu sein. Aber sie weiß quasi gar nichts über ihn. Und es könnte sein, dass er nicht ehrlich zu ihr war. Wir haben seine Telefonnummer, seinen Namen und seine Uni. Und wir haben zwei Fotos von ihm. Wir sollten mit seiner Telefonnummer anfangen. Na dann. Was kommt raus? Name unbekannt, Geschlecht unbekannt, Alter unbekannt, Mail und Straße unbekannt, Wohnort Martinez in Kalifornien. Das ist in der Bay Area. Es könnte also gut sein, dass er es ist. Ja, könnte sein. Zeit für den Bildercheck. Mal sehen, wo die Fotos hinführen. Ich zieh's rüber, mal sehen, was passiert. Nichts. Versuch das andere Foto. Wieder nichts. Okay, bei den Fotos gab es keinen Treffer. Das heißt, wir sind keinen Schritt weiter. Das hilft uns zwar nicht, aber immerhin führen sie uns nicht zu einer anderen Person. Vielleicht ist ein Skylar Hazen an der San Francisco State eingeschrieben. Ruf doch mal die Uni an und frag. San Francisco State, mein Name ist Suzanne. Hallo, ich würde gern wissen, ob eine bestimmte Person bei Ihnen eingeschrieben ist. Könnten Sie das bestätigen, wenn ich Ihnen den Namen nenne? Ja. Der Nachname ist Hazen. H-A-Z-E-N. Und der Vorname? Skylar. S-K-Y-L-A-R. Unter diesem Namen ist niemand eingeschrieben. Okay, vielen Dank. Gerne. Okay, bye-bye. Tja. Es sieht ganz so aus, als ob dieser Skylar Jen anlügt. Stimmt. Sag an, Max, was können wir noch machen? Lass uns im Web suchen. Gib Skylar Hazen ein. Ja. Es gibt einen Skylar Hazen bei MyLife, 94 geboren. Also ihr Alter. Sie ist 19. Sie ist 95 geboren. Es gibt einen bei Facebook. Aus Nebraska. Ihn interessieren Online-Spiele. Das könnte er doch locker sein. Ja. Wir haben einen Jungen gefunden, der Skylar Hazen heißt und in Nebraska wohnt. Das grenzt an Iowa. Ja, nicht sehr weit weg. Er spielt, hat eine Facebook-Seite, er ist bei MyLife. Sieht ganz so aus, als wäre das unser Mann. Aber warum würde er lügen, wenn er unter dem Namen Skylar Hazen eine Facebook-Seite hat? Er muss doch damit rechnen, dass das Mädel, mit dem er seit 8 Monaten chattet, ihn finden kann. Warte mal. Da steht, ich bin seine Freundin. Klick mal an. Das sind Skylar und seine Freundin, Händchen haltend. Er hat also eine Freundin. Und hat sie die ganze Zeit angelogen? Wir könnten irgendeinen dieser Kontakte fragen, ob er mal von einer Jen erzählt hat. Lass uns King Sleepy kontaktieren. Er hat viele der Bilder kommentiert. Sein richtiger Name ist Austin. Schieß los. Hallo Austin. Ich würde dich gern ein paar Sachen fragen. Man findet im ganzen Internet nur einen Skylar Hazen. Er wohnt in Nebraska und er hat eine Freundin. Das ist der Typ. Lass uns drüber schlafen. Mal sehen, was passiert. Schluss für heute. Ist was gekommen? Eine Nachricht von King Sleepy. Ich rufe ihn an. King Sleepy schläft vielleicht noch. Kann gut sein. Hallo? Hier ist Neve. Ist da Austin? Ja. Du hast meine Mail gelesen. Ja. Ich würde gern von dir ein paar Sachen über Skylar wissen. Okay. Prima. Hat er im Moment eine Freundin? Ja. Woher kennen sie sich? Sie haben sich online beim Spielen kennengelernt und gechattet. Und Skylar ist befreundet mit jemandem, die Jen heißt? Wie? Jen? Ja. Keine Ahnung. Danke, das hat uns sehr geholfen. Schönen Tag noch. Have a good day. Dir auch. Ciao. Wie wahrscheinlich ist es, dass er noch ein Mädchen beim Spielen kennengelernt hat? Beim Spielen. He met her through a game. Stimmt. Hier ist eine Nachricht von Skylar Hazen.
Hi, Neve. Ich bin der Typ, über den du gerade mit King Sleepy gesprochen hast. Wow. Gib ihm deine Nummer. Wir telefonieren gleich mit dem einzigen Verdächtigen. Das ist noch nie passiert. Stimmt. Dass sich ein potenzieller Catfish bei mir meldet. Das ist er. Hallo? Hallo? Hi, ist da Neve? Skylar? Ja. Cool. Wir haben ein Mädchen kennengelernt, das mit einem Skylar Hazen befreundet ist. A guy named Skylar Hazen. Okay. Now, you're the only du bist der einzige Skylar Hazen, den wir finden konnten. I guess my question und ich würde gern wissen, ob du Online-Games mit einer gewissen Jen spielst. Named Jen. Nein. Nein, eine Jen kenne ich nicht. Verstehe. Und du hast eine Freundin? Ja. Okay. Wir wollen nur sicher gehen, dass du nicht derjenige bist, den wir suchen. Du könntest mich natürlich anlügen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass du das tust. Ich lüge nicht. Danke, dass du dich gemeldet hast. Kein Thema. Also dann, mach's gut. Das Gute ist, es ist nicht Skylar aus Nebraska, denn der hat sich bei uns gemeldet. Er ist es also nicht. Dann sind wir wieder bei Null. Wir haben keinen Schimmer. Wir haben null Ahnung, wer dieser Typ ist. Hallo? Hallo, Jen. Hi. Wir müssen reden. Es gibt eine Menge Fragen. Okay. Bis gleich. Bis dann. Hi. Hallo. Ich bin Jeff. Neve. Hallo, ich bin Jenna. Freut mich. Was wissen Sie über Skylar und Jens Beziehung zu ihm? Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass sie Freunde sind. Ich hoffe natürlich, dass das gut ausgeht. Sie war immer eine wunderbare Tochter. Sie hat mir nie einen Grund gegeben, ihr nicht zu vertrauen. Wir sind hier, um ihr zu sagen, was wir über Skylar herausgefunden haben. Okay. Keine Sorge. Sie ist in guten Händen. Wenn nicht, kriegen Sie es mit mir zu tun. Oh je. Also, das haben wir herausgefunden. Zuerst haben wir die Telefonnummer gecheckt. Normalerweise kriegen wir einen Namen oder eine Adresse. Diesmal war es nur der Ort in der Nähe von San Francisco. Dann haben wir Skylar Hazen gegoogelt. Und ziemlich weit oben wurde eine Facebook-Seite von ihm angezeigt. Das hier ist sein Profil. Soweit wir wissen, gibt es keine anderen Facebook-Profile unter diesem Namen. Und ich habe mit ihm gesprochen. Mit dem 19-jährigen Skylar Hazen aus Nebraska. Das war gut, denn wir wissen jetzt, dass er es nicht ist. Wir glauben nicht, dass er es ist. Es wäre sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Was wisst ihr noch? Wir haben im Büro der San Francisco State angerufen und mit jemandem gesprochen. Es ist kein Skylar Hazen an dieser Uni eingeschrieben. Das kapiere ich nicht. Das hat er mir aber erzählt. Kann es vielleicht sein, dass er nur anders heißt? Du weißt jetzt, was wir wissen. Mich interessiert schon, mit wem ich da geredet habe. Was er gesagt hat, ist vielleicht wahr. Aber aus irgendeinem Grund nennt er sich anders. Vielleicht fand er ja einfach diesen Namen für seinen Avatar cool. Ich verstehe einfach nicht, warum Leute lügen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das ärgert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt aber eine Sache, die definitiv stimmt. Nicht? Seine Telefonnummer. Genau. Ich will's jetzt wissen. Ich rufe ihn an. Bis gleich. Kann ich meinen Hund haben? Bist du sauer auf ihn? Das war das einzige Mal, dass ich mich jemandem anvertraut habe, ohne dass ich mit ihm im Videochat war.
Und dafür kriege ich jetzt die Quittung. And it probably has backfired on me. Hallo? Ist das Skylar? Ja, wer ist da? Hier ist Neve Schulman. Ich mache die Sendung Catfish. Sagt dir das was? Ja, die kenne ich. Woher soll ich wissen, dass du wirklich Neve bist? Beweisen kann ich dir das leider nicht. Aber ich kann eins tun. Ich kann dir sagen, dass ich vor kurzem ein Mädchen kennengelernt habe. Sie heißt Jennifer. Und sie ist mit dir befreundet. Ja, und? Ich will euch beiden helfen, ein Treffen zu arrangieren. Das ist schlecht. Im Moment passt mir das überhaupt nicht. Ich habe gerade Prüfung. Hast du noch 5 Minuten? Ja. Ihr liegt echt viel an dir. Was empfindest du für Jen? Sie weiß, was ich für sie empfinde. Wir machen uns Sorgen, dass du nicht hundertprozentig ehrlich bist. Wir haben versucht, etwas über dich herauszufinden. Und das einzige Ergebnis, zu dem wir gekommen sind, war, dass momentan kein Skylar Hazen an der San Francisco State eingeschrieben ist. Ich studiere an der San Francisco State. Aber ehrlich gesagt würde ich gerne selbst entscheiden, wann ich mich mit ihr treffen will. Einen schlechteren Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht. Man kann sich nicht immer aussuchen, wann oder wie etwas passiert. Ich habe nur gerade richtig Stress. Keine Ahnung. Tut mir leid, aber ich habe echt keine Zeit. Ich denke drüber nach. Ich muss aufhören. Alles klar. Bis dann. Ich habe mit Skylar gesprochen. Er sagt, dass er an der San Francisco State studiert. Wir haben das Gespräch damit beendet, dass er meinte, er weiß nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Verstehe. Im Moment können wir leider nichts weiter tun, als die Daumen zu drücken. Skylar hat sich noch nicht wieder gemeldet. Echt nicht? Nein. Ist es ihm total egal? Er weiß, dass du ihm helfen kannst, das Mädel zu treffen, das er angeblich so mag. Ich frage mich nicht nur, wer er ist und ob er lügt. Ich frage mich auch, was er eigentlich will. Ruf an und frag ihn. Hallo? Ja, hi, Skylar? Hi. Hier ist nochmal Neve. Wie geht's? Gut. Uns läuft die Zeit davon. Deshalb wollte ich mal nachfragen, ob du schon weißt, ob du Jen diese Woche sehen willst oder nicht. Ja. Ich meine, wenn sie wirklich kommen will? Okay, ich glaube, es wäre gut für sie, wenn sie kommen würde. Ehrlich gesagt, bin ich noch nicht so ganz überzeugt, dass du die Geschichte ernst nimmst. So ernst wie wir und vor allem sie. Ja, ich möchte, dass sie kommt. Super. Ja, das wäre super. Okay, cool. Dann fahren wir jetzt mal nach San Francisco los. Ist gut. Bis dann. Es scheint ihm irgendwie egal zu sein, ob sie sich treffen. Das macht mir Sorgen. Aber er hat ja gesagt. Es gibt kein Zurück. Ja. Frisco ruft. Ab geht die wilde Fahrt. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich habe mit Skylar gesprochen und ich komme gleich zum Punkt. Er hat ja gesagt. Er will sich mit dir treffen. Gut. Wir fliegen nach San Francisco. Oh je, das wird bestimmt schräg. Die Untertreibung des Jahres. Oh Mann, jetzt bin ich aufgeregt. Ich weiß nicht, jetzt bin ich echt nervös. Jetzt, wo wir uns endlich sehen. Geh packen. Das Flugzeug wartet nicht. Wir müssen Gas geben. Es ist jetzt 3. Unser Flug geht von Chicago aus um 8:30.
Wir müssen es also in 5 Stunden nach Chicago schaffen. Wir sind nach San Francisco unterwegs. Das habe ich befürchtet. Ich mache mir wirklich Sorgen. Nicht nötig. Haben Sie noch einen Rat? Mach keine Dummheiten. Mach ich nie. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Bye. Ciao. 7.22 Uhr. Und bis Chicago sind es noch 80 Kilometer. Dann gib mal Gas. Komm, Max. Fast geschafft. B4. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Nächster Halt, San Francisco Flughafen. Ich habe echt Schiss nach allem, was ihr rausgefunden habt. Wir wissen sehr wenig. Ja. Wir wissen nicht, was für einen Plan er hat. Ich will dir nur noch mal sagen, dass wir hier sind, um dich zu unterstützen. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Ich bin total nervös und aufgeregt. Selbst ich bin nervös. I'm filled with fright. My love for you is eating me from the inside out. Starving me, I do starve. Das ist seine Straße. Da ist es, oder? Dann parke ich mal hier. So, wir sind da. Was willst du machen? Hingehen. Willst du es durchziehen? Ja. That's cool. Dann schreibe ich ihm, dass wir da sind. Na denn. Wir warten lieber hier vorne. Wir warten hier mal, bis er runterkommt. Keine Angst, ja? Ich höre jemanden. Hi. Wie geht's? Gut. Neve. Hi. Hi. Wie heißt du? Brian. Brian. Das ist Jen. Hi. Wir sind mit dir aus Iowa hergekommen, wie ich gesagt hatte. Und wir sind etwas geschockt. Jen sicher auch. Dass du nicht der Typ von den Fotos bist und dass du nicht Skylar heißt. Ja, ich habe nur vorgegeben, Skylar zu sein. Ich wollte nicht, dass es überhaupt dazu kommt, dass sie weiß, wer ich wirklich bin. Können wir mal eben eins klarstellen? Empfindest du etwas für Jennifer? Ich will nichts von ihr, falls ihr das meint. Ich könnte nie mit ihr zusammen sein. Warum sind wir dann hier? Sie ist nicht die Einzige, mit der ich geredet habe. Ich hatte das Gefühl, dass sie das perfekte Mädchen ist, um endlich mit Skylar Schluss zu machen. Was hast du dir von diesen vorgetäuschten Online-Freundschaften erhofft? Warum hast du das gemacht? Ich wollte sehen, wie ich frauentechnisch besser rüberkomme. Dir ist schon klar, dass du damit das mega Arschloch bist? Ja. Mir ist echt scheißegal, ob du mit allen anderen Mädels, die du angelogen hast, reinen Tisch machen wolltest. Warum bin ich ausgerechnet mit diesem tollen Mädchen aus Iowa hergekommen, damit du dein Gewissen reinwaschen kannst? Ich glaube, dass es gut für sie ist, endlich die Wahrheit zu erfahren. Die hättest du ja auch am Telefon sagen können. Ja, aber ich wollte mit Skylar Schluss machen. Und das geht am besten, wenn ich Jen die Wahrheit sage. Aber dabei denkst du nur an dich. Du machst, was für dich gut ist.
Und dir ist egal, was es für Auswirkungen auf die andere Person hat. Das ist ziemlich egoistisch. Ja, ein bisschen. Das ist mir zu blöd. Ich bin beeindruckt, wie gefasst du bist. Ich könnte kotzen. Du angelst dir also online Mädels, bis sie anbeißen. Und dann wirfst du sie verletzt zurück ins Meer. Ja, ich breche den Kontakt ab. Tut es dir wenigstens leid, oder bist du dir keiner Schuld bewusst? Ich weiß nicht, ob es mir leid tut. Ich mache es eben. Man könnte sagen, ich habe ihr das Geschenk gemacht, mit mir diese Beziehung zu haben. Du hast ihr ein Geschenk gemacht? Ja, sie war happy. Ich habe ihr zwar was vorgemacht, aber ich wusste, dass es nichts Langfristiges ist. Du hast am Telefon erzählt, dass du was für sie empfindest und herausfinden willst, ob mehr daraus werden kann. Und dann kommst du hier raus und sagst, dass du nichts von ihr willst. Das waren deine Worte. Ja. Am Telefon hast du was anderes gesagt. Ja. Du solltest mal einen kritischen Blick in den Spiegel werfen und dich fragen, was du da tust. Das ist ganz schön oberflächlich, dass du all diesen Mädchen was vormachst, um deine Abschlepptechnik zu verbessern. Das könnte man so sehen. So wirst du ein erbärmliches Leben führen. Alle werden dich für einen Vollidioten halten. Ich krieg das einfach nicht klar, was er da eben meinte. Von wegen frauentechnisch besser rüberkommen. Du hast jetzt die Chance, ihm zu sagen, was du von ihm hältst. Und das im Namen aller Mädels, die er verarscht hat. Und ich finde, das solltest du unbedingt tun. Gut. Ich dachte, du magst mich. Und die anderen Mädels dachten sicher auch, dass du sie magst. Dir war egal, was ich fühle. Und du hast alle angelogen. Du warst die reinste Zeitverschwendung. Warum bist du überhaupt runtergekommen? Ich wollte mit dir reinen Tisch machen. Mit mir? Oder wolltest du dich nur besser fühlen? Mit dir, weil du besonders bist. Du bist cool, anders als die meisten Mädchen. Du hast also die coolste von allen auserwählt, um dich als Arschloch zu outen? Das ganze Lügen war noch mieser. Gibst du zu, ein Arschloch zu sein, oder sagst du das nur, weil dir so viele Leute gegenüberstehen? Nein, ich wollte mit dir reinen Tisch machen. Wer es glaubt, wird selig. Hast du nie daran gedacht, dass ich dich mochte? Nein, deine Gefühle haben mich nicht besonders interessiert. Du hast zwar erfolgreich vermieden, du selbst zu sein, als du mit einer Handvoll von Mädels online Kontakt hattest, aber dafür hast du jetzt allen Frauen in der Welt offenbart, wer du wirklich bist. Du gibst kein gutes Bild ab. Wenn es zu ernst geworden wäre, hätte ich aufgehört. Was wäre dann mit mir gewesen? Du bist selbstbewusst. Ich wusste, dass du das wegsteckst. Woher weißt du das? Was du hier gemacht hast, ist grausam. Checkst du das nicht? Nein. Du kapierst das nicht, oder? Du kapierst das einfach nicht. You've done an incredible job. Es ist wirklich toll, dass du so ehrlich warst und dir selbst treu geblieben bist. Er ist total daneben. Das ist frustrierend und du wirst sauer auf ihn sein und ihn erstmal hassen. Das ist normal. Wichtig ist, dass du das für dich Richtige getan hast. Du wirst für viele ein Vorbild sein und vielen Menschen damit helfen. Dafür hat sich das tausendmal gelohnt. Lasst uns bloß hier abhauen. It hurts.
Ich will, dass dieser Typ etwas aus dieser Sache lernt. Ich will nicht, dass wir einfach abhauen und er weiter Frauen angelt und seine Spielchen spielt. Hi, Neve. Wie geht's? Wir wollten fragen, ob du nicht vielleicht Interesse hast, dich nochmal mit uns zu treffen, um nochmal in Ruhe über gestern und die ganze Sache zu reden. Ja, können wir machen. Hi. Hey, wie geht's? Kommt rein. Danke. Gestern waren wir ziemlich sauer, weil uns natürlich vor allem Jen am Herzen liegt. Du hast mehr oder weniger absichtlich mit den Frauen, die du online kennengelernt hast, Kontakt gehalten, um zu testen, wie du am besten ankommst. Ich habe nicht gezielt danach gesucht. Es hat sich online ergeben und ich dachte, so könnte ich es machen, ohne den Mädchen zu nahe zu kommen. In der Hoffnung, dass sie auch mir nicht zu nahe kommen. Mir war nicht klar, was ich damit anrichten könnte. Ich bin nicht herzlos. Aber ich wurde einmal sehr verletzt und seitdem fällt es mir schwer, anderen zu vertrauen. Was ist in deiner letzten Beziehung passiert, dass dein Vertrauen in andere dermaßen erschüttert hat? Ein Mädchen hat so getan, als würde sie mich echt mögen. Nicht nur körperlich. Sie wusste, wie viel sie mir bedeutet. Und dann habe ich erfahren, dass sie noch andere Typen hat. Fällt dir auf, wie sehr sich diese Situationen ähneln? Was diese Frau dir angetan hat und was du mit Jen gemacht hast? Ja. Ich habe es immer ausgeblendet. Ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Bis jetzt. Wir alle haben Abgründe voller negativer Gefühle und Probleme. Was die guten Menschen von den schlechten Menschen in der Welt unterscheidet, ist die Tatsache, dass die sich das eingestehen und daran arbeiten, sich zu ändern. Ja, stimmt. Ich muss mich ändern. Ich hoffe, du meinst das ernst. Und eins noch. Melde dich nie wieder bei Jennifer. Hab ich nicht vor. Finito. Ja. Viel Glück. Danke. Ich hoffe wirklich, dass dieser Junge versteht, wie ernst das ist. Er muss sich ändern, wenn er jemals auch nur annähernd eine ernsthafte Beziehung haben will. Hallo? Jen? Hey! Hi! Wir sind im Park. Wo bist du? Hallo. Wie geht's? Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein. Ich will nicht aufhören, mit Leuten zu reden. Aber ich werde aufpassen, dass ich mehr über sie weiß, bevor sie mich näher kennenlernen können. Ich fühle mich jetzt viel besser, weil ich das durchgezogen habe. Es hat mir geholfen, zu mir selbst zu finden und zu sehen, wonach ich suchen muss und wie ich mich anderen gegenüber geben muss. Ich fühle mich zum ersten Mal richtig wohl in meiner Haut. Gut so. Und jetzt einfach Spaß in San Francisco haben. Zwei Monate später. Hey, was hast du so getrieben, seit wir uns gesehen haben? Nur Uni und Arbeit. Brian ist noch online aktiv, aber er konzentriert sich auf Beziehungen im wahren Leben. Dass du Jen und uns getroffen hast, hat das irgendwas für dich verändert? Ja, ich habe viel daraus gelernt. Skylar gibt es nicht mehr. Ich fühle mich viel besser. Super, freut mich für dich. Danke. Brian hat sein Versprechen gehalten und Jen nicht kontaktiert. Hey! Hi! Jenny! Du siehst toll aus. Danke, ich bin auch gut drauf. Jen ist noch oft online, aber sie ist vorsichtiger geworden und schenkt Leuten, die sie nicht persönlich kennt, nicht so leicht ihr Vertrauen. Hast du noch Freunde in der ganzen Welt? Oh ja, ich habe überall Freunde. Viele Leute fanden es toll, dass ich die Sache durchgezogen habe. Und mich nicht davor versteckt oder einfach immer so weitergemacht habe. Jen hat ihren Highschool-Abschluss gemacht und freut sich jetzt auf die Uni.
Ich hoffe, dass die Erfahrung mit Brian dich nicht davon abhält, in Zukunft mit einem Jungen eine Beziehung einzugehen. Nein. Du verdienst es, glücklich zu sein. Du bist ein tolles Mädel. Danke. Wir wünschen dir einen tollen Sommer und alles Gute fürs Studium. Danke. Kristen. Durch einen Autounfall sind Kristen Glassplitter in eines ihrer Augen gekommen. Die Ärzte konnten aber nichts machen und deshalb hat sie jetzt ein Glasauge. Wir wissen nichts über das Glasauge und wie sie aussieht. Sie meinte, ich wäre ein Lügner. Dabei lügt sie. Ich werde einfach gehen. Ohne Scheiß jetzt. Ich hau ab. Ich werfe als Erster. Was sagst du dazu? Etwas hoch. Okay, Neve, versau das nicht. Ich bin nervös.